das Besondere am Maschinenbaustudium hier in Narup ist die Vielseitigkeit. So vielseitig, wie später auch das Berufsfeld ist, ist auch das Studium. Man wählt nach ein paar Semestern eine Vertiefungsrichtung, aber selbst wenn man merkt, nee, die Vertiefungsrichtung ist nicht so das, was mir gefällt, kann man hinterher im Master nochmal eine andere Vertiefungsrichtung wählen, weil die Grundlagen, die man später braucht, man alle im Grundstudium in den ersten Semestern lernt. Für mich ist das Besondere, dass man an der Ruhr-Universität den Spagat zwischen Anspruch des Studiums und Fairness für die Studenten sehr gut hinbekommen hat. Man hat während der Klausurenphase nie das Gefühl, alleine gelassen zu werden. Man hat immer Partner, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen, sei es Kommilitonen oder Ansprechpartner in der Fachschaft oder auch Angebote von den Lehrstühlen, die man nutzen kann. Und dadurch wird die doch schon sehr anspruchsvolle Klausurenphase den Studenten ein wenig einfacher gemacht. Das Besondere ist noch zum Beispiel, dass Gastvorlesungen auch stattfinden. Eine Gastvorlesung ist, dass ein Vertreter von einem Unternehmen eine Vorlesung hält und den Studierenden zeigt, wie er so das Theoretische, was man vorher gelernt hat, im Unternehmen umsetzt. Praktisches kann man zum Beispiel bei RUB Motorsport erlernen. Oder man nimmt einfach bei Ingenieure ohne Grenzen teil und kann als Ingenieur auch anders helfen und anders praktische Erfahrungen machen, wie man mit einfachsten Hilfsmitteln zum Beispiel den Menschen helfen kann. Die Lernumgebung hier an der Fakultät für Maschinenbau ist auch sehr angenehm. Es gibt verschiedene Computerarbeitsplätze, in denen sogar Übungen stattfinden, dass man in dem Fach zum Beispiel Grundlagen der Konstruktionstechnik nicht nur mit Stift und Papier Zeichnung durchführt, sondern wirklich ein 3D-Modell auch mal am Rechner erstellen kann. Neben den Klausuren gibt es natürlich auch noch die netteren Seiten des Studentenlebens. Und auch da ist die Ruhr Universität sehr gut aufgestellt. Und da kann man zum Beispiel auch wieder die Fachschaft erwähnen, die da mit großem Engagement vorangeht, die eine der größten und aktivsten an der ganzen Ruhr Universität ist und zum Beispiel das Studentenleben durch Sommerfeste oder Studentenpartys oder Abende im Bermuda-Dreieck versüßt. An der Fakultät für Maschinenbau wird man auch sehr unterstützt, wenn man ein Auslandssemester durchführen möchte. Es gibt verschiedene Partneruniversitäten, wo schon vorgefertigte Programme existieren und man sich auf diese Programme bewerben kann. Oder wenn man eine Universität in einem Land findet, die einem so gefällt, kann man sich auch Unterstützung suchen und dann dort wirklich studieren. Man kann sogar einen doppelten Masterabschluss erlangen, zum Beispiel in der Universität in Shanghai, dass man sogar zwei Masterabschlüsse vorweisen kann und noch Auslandserfahrung sammeln.